Michael, das Spiel war ja eigentlich ganz dankbar für eine tiefschürfende Analyse. Hatte alles eigentlich, was so ein Spiel zu bieten haben kann. Vielleicht fangen wir mal damit an, was nicht so gut gelaufen ist. Waren denn die Minuten nach der Führung auf individuelle Fehler zurückzuführen oder hapert es da noch ein bisschen an der Grundstabilität? Ein Mix wahrscheinlich, also beides. Er hat jetzt auch nochmal eine gute Analyse gemacht, wo die Dinge dann auch klar aufgezeigt wurden. Fakt ist, dass wir natürlich zu leichte Gegentore gekriegt haben, dass wir die eigentlich auch ein Stück weit hergeschenkt haben. Das wissen natürlich die Jungs auch, die da beteiligt waren. Und das zeigt uns halt einfach, dass in dieser Liga Fehler sofort bestraft waren. Das war im Pokal schon so, wo wir ganz schnell bestraft wurden. Das war jetzt wieder so. Deshalb ist das ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Und trotzdem gab es auch viele gute Punkte, die er natürlich auch gezeigt hat. Und wir sind immer in der Lage, Tore zu schießen. Das hat man auch gestern wieder gesehen. Wir müssen nur diese Fehler abstellen, das ist keine Frage. Mit Einzelkritik ist das ja immer so eine Sache, das sehe ich ein. Aber es war nun sehr offensichtlich, dass Klaus Jasula da doch mehrfach beteiligt war. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach? Das ist ein sehr erfahrener Spieler, dem natürlich solche Fauxpas eigentlich nicht passieren sollten. Ja, das ist richtig. Ich habe manchmal das Gefühl, er will natürlich alles richtig machen jetzt, will irgendwie alles zeigen. Und da kann es dann auch mal passieren, dass man vielleicht mal eine falsche Entscheidung trifft. Unabhängig davon muss ich auch sagen, fand ich jetzt toll, auch als ehemaliger Spieler, dass man nach so Fehlern vor der Halbzeit dann beim dritten Tor eine tolle Einleitung spielt und sich dann auch nochmal mutig aufdreht und den vorletzten Ball spielt. Also da hat er dann schon noch eine Reaktion gezeigt. Und so wie er als Typ sich auch präsentiert, die Jungs haben dann auch für ihn gebissen und gekämpft und gearbeitet. Und da wird er vielleicht mal eine Nacht schlecht schlafen, aber ab morgen geht es dann wieder weiter und dann wird er die Fehler auch nicht jede Woche haben. Also er ist erfahren genug, damit umzugehen. Und wie Sie gesagt haben, da braucht man jetzt auch nicht irgendwie auf den anderen schieben. Der weiß, dass er da gestern einfach verwachst hat. Aber wie gesagt, toll, dass er dann sich auch da selber rauskämpft und dann auch nochmal gute Aktionen danach hatte. Ja, war schon bemerkenswert. Noch ohne die Aktion passiert das Tor höchstwahrscheinlich nicht. Das ist auch, wie Sie gesagt haben, eine mutige Aktion gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie mit in der Kabine waren, aber so der Satz, wenn wir ein Team sein wollen, dann drehen wir das für Klaus oder so ähnlicher gefallen sein aus Daniel Kuhns Mund. Haben Sie da ein bisschen Gänsehaut bekommen? Ja, das hat er toll gemacht. Er sagt dann auch, dass die Jungs jetzt nicht, dass Klaus jetzt gerade sich richtig scheiße fühlt und das weiß jeder Spieler, der das schon mal erlebt hat. Und da können nur wir als Mannschaft ihm jetzt raushelfen. Und das haben die Jungs dann toll gemacht, das muss man sagen. Und dann ist Klaus mit einem schlechten Gefühl heim, aber sicherlich nicht mit so einem schlechten, wie wir verloren hätten. Im Nachhinein fast eine exzellente Strategie, die da angewandt worden ist, aber kann sicherlich nicht in Ihrem Sinne sein, dass das immer so läuft. Ist die Mannschaft in sich schon so stabil, dass man, sagen wir mal, das jetzt peu à peu steigert, was die Widerstandsfähigkeit anbelangt, was auch die Konzentrationsfähigkeit möglichst über 90 Minuten anbelangt? Ja, das ist natürlich immer ein Prozess in jeder Saison. Ich glaube einfach, dass solche Spiele extrem helfen können, weil wir einen Rückstand gedreht haben, weil wir auch mal richtig scheiß 5 Minuten überstanden haben und mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren sind. Also da bleibt schon was Gutes hängen und da kann auf jeden Fall was wachsen aus so Spielen. Auch wenn natürlich man sich das nicht wünscht, dass man nach 2-0 Führung sofort 3-2 in den Rückstand gerät. Aber wenn man das Spiel dann noch dreht, ist das auf jeden Fall für das Team und für den Kreis da drinnen gut. Zwei Absteiger, die auch durchaus hoch gehandelt werden, ensuite abgefrühstückt. Lässt das Rückschlüsse zu Ihrer Ansicht nach oder ist das also abgefrühstückt, ohne Wert? Abgefrühstückt, so hat sich das nicht ganz angefühlt. Wir wussten, dass es zwei sehr unangenehme und gute Gegner sind, das hat man gestern auch gesehen. Aber wir müssen das richtig einordnen und ordnen es auch richtig ein. Wir haben im Pokal gesehen, wie schnell es dann nochmal nach hinten losgeht. Für den Moment sind wir froh, dass wir 6 Punkte haben. Wie wir vorhin schon gesagt haben, gibt es noch Dinge zu verbessern. Das hat auch jeder gesehen, das weiß der Trainer, das weiß die Mannschaft. Aber wenn man vor der Saison gesagt hätte, 6 Punkte dazu spielen, klar, guter Start, super. Was bei Terodde, finde ich, auffällt, ist, dass das wirkt authentisch, wenn der nach so einem Spiel auf seinen Rekord angesprochen wird und direkt Bezug auf den Erfolg der Mannschaft nimmt. So, das wirkt nicht wie eine Floskel. Ist das bei dem, sagen wir mal, wichtiger Bestandteil seines Charakters, diese Denke, die er auch in die Gemeinschaft einbringt? Absolut, absolut. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen das Erfolgsrezept, dass er sich einfach selbst nicht so wichtig nimmt, dass er arbeitet für die Mannschaft, dann auch belohnt wird. Und ich habe dann nach dem Spielabend auch gesagt, Junge, jetzt kannst du auch mal stolz sein. Also du hast eine tolle Leistung erbracht, das nimmst du mit, das nimmt dir keiner mehr. Aber es ist ihm dann fast schon unangenehm, weil er sagt, das ist mein Job und ich freue mich, dass wir als Mannschaft gewonnen haben. Und das ist toll, dass es so Sportler gibt. Und wie gesagt, da kann man stolz sein, wie er ist als Verein und er als Spieler auf jeden Fall. Ich gehe jetzt nicht alle Spieler durch, keine Sorge, aber ich finde, dass Heuer Fernandes gestern auch ein wichtiger Faktor
für den Sieg war, hat die Mannschaft doch in mehreren Aktionen im Spiel gehalten. Hat er sich einen kleinen Bonus jetzt erarbeitet? Es ist ja doch Konsens, dass sie noch einen Torwart verpflichten werden. Daniel hat ein gutes Spiel gemacht, aber da ist er jetzt auch nicht der Einzige. Ich finde, dass mehrere Jungs eine gute Leistung gezeigt haben. Daniel auf jeden Fall auch. Und ja, das freut mich für ihn. Hat gute Momente gehabt, hat im Spielaufbau richtig gute Aktionen gehabt. Also war eine gute Leistung für ihn, keine Frage. Haben Sie jetzt eigentlich rund um die Uhr sozusagen zu tun? Es ist ja noch viel Bewegung möglich in beide Richtungen. Wie ist der Stand der Dinge bei den Personalien, die ich jetzt nicht alle einzeln abfragen werde, aber die ja irgendwie auf der Hand liegen? Ist Bewegung bei irgendjemandem, was zu- oder Abgänge anbelangt? Rund um die Uhr trifft es ganz gut. Also wir haben das jetzt auch immer auch öffentlich gesagt, dass wir genau gucken. Wir haben jetzt einen guten Eindruck von unserer Mannschaft. Wir haben Spiele beobachtet, wir haben Trainings beobachtet. Und wir gucken auch jetzt ganz genau, was ist machbar, wo glauben wir, ist noch was zu tun, was gibt der Markt für Chancen her. Da kann noch viel passieren, muss aber nicht viel passieren. Also wir sind da gar nicht unter Druck. Wir gucken, wenn wir was Gutes machen können, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann haben wir auch ein gutes Gefühl, wie im Moment die Gruppe ist. Dass die Mannschaft jetzt gut gestartet ist nach dem Pokal-Downer, entspannt das ein bisschen, sagen wir mal, die Aktivitäten auf dem Transfermarkt? Hat das für Sie zur Folge, dass Sie nicht mit ganz so viel Hochdruck die Dinge angehen müssen? Nee, also das ist ja immer unser Job auch, dass wir gucken wollen, dass wir das Maximale irgendwie rausholen oder der Meinung sind, dass wir uns verbessern können und die Mannschaft besser machen können. Deswegen hatte das mit den Ergebnissen nichts zu tun. Klar ist gefühlt der Druck ein bisschen kleiner, weil man das einfach mal gut gestartet ist, aber der Job ist eigentlich immer so, dass wir gucken wollen, dass die Mannschaft besser wird. Und wenn das möglich ist, dann machen wir das und wenn nicht, dann nicht. Echtes Spitzenspiel, 1-2 gegen Aue, hätte man jetzt so vielleicht auch nicht unbedingt vorher gesagt. Kann der HSV am Wochenende sagen wir mal, schon sich so richtig fest in die obere Gruppe da reinfressen? Wie sehen Sie die Ausgangsposition? Ja, das wollen wir natürlich, keine Frage. Heimspiel gegen Aue, aber bei allem Respekt. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass es ein unangenehmer Gegner ist und dass die einen unangenehmen Fußball spielen. Aber wir sind zu Hause, wir haben jetzt 2 Siege und wollen natürlich am Sonntag nachlegen und auch ein Zeichen setzen, dass wir vor der Länderspielpause da oben bleiben wollen. Keine Frage. Abschließend von meiner Seite, haben Sie auch schon mal einen Spieler angespielt aus Versehen, der gar nicht zu Ihrer Mannschaft gehört? Ich habe zwar viele Fehlpässe gespielt, aber das ist mir noch nicht passiert, wobei ich die Situation ganz lustig fand, weil ich erst auch dachte, was macht er denn jetzt? Wo spielt er denn jetzt den Ball hin? Aber Daniel ist auf die Idee auch nicht eingegangen. Ne? Keine Ballerwartung. Ja, das war eine skurrile Situation, aber nachvollziehbar, wenn er im Augenwinkel ein schwarzes Leibchen sieht, dass er den Trainer von uns anspielen wollte. Fand ich aber auch eine tolle Reaktion von Daniel und von uns, dass wir dann den Ball wieder zurückgeben. Ist auch nicht alltäglich und zeigt, dass wir da auch gute Charaktere haben, die einen Fairplay-Gedanken auch leben. Ich habe Sie da im Fernsehbild nicht gesehen. Mussten Sie lachen, als Sie das realisiert haben? Bisschen schon, bin ich ganz ehrlich. Das sieht man ja nicht jeden Tag und der Spieler war auch ein bisschen irritiert. Das war ihm ein bisschen unangenehm, glaube ich. Aber da darf man auch mal schmunzeln bei allem, worum es dann geht, um Punkte und Geld. Aber das war schon zum Schmunzeln, keine Frage.